Ja, als Start sieht man hier dieses HV-Board, also das Hochspannungsboard des Tektronix 2465A. Und hier sehen wir das Corpus Delicti. Das ist dieser Kondensator, der gemäß vielen Aussagen nun zum Erfolg geführt hat. Das ist ein 100 Mikrofarad 25 Volt Kondensator, übrigens der einzige hier auf dem ganzen Board, der in Frage gekommen ist. Und den habe ich ersetzt durch einen neuen Nishikon 25 Volt 100 Mikrofarad Kondensator. Und das hat eigentlich dann den entsprechenden Erfolg gebracht. Als nächsten Schritt, der nicht mehr so dringend ist, aber eigentlich zur Werterhaltung dann beitragen wird, ist der Ersatz dieses ICs. Das ist das Z-Modulations-IC 242, das ich noch auf eBay gefunden habe. Und das Teil werde ich ebenfalls noch ersetzen, damit auch die Werterhaltung und Langlebigkeit garantiert ist. Jetzt im Anschließend noch das Video dazu und dann sehen wir dann wieder weiter. Guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Ursachenforschung, nicht Fortsetzung, sondern Ursachenforschung, Erfolgsmeldung. Dank vielen Hinweisen aus dem Tech-Forum und von vielen privaten Meldungen, die mir geholfen haben, Hinweise gegeben haben, wie man das Problem eventuell lösen könnte, hat schlussendlich Chuck Harris auf dem Tech-Forum den entscheidenden Hinweis geliefert, nachdem wir viele Versuche gemacht haben mit verschiedenen Frequenzen, mit Analysen. Und der entscheidende Hinweis war, einen Kondensator auf der Hochvoltseite, auf dem Hochvoltboard zu kontrollieren und eventuell zu ersetzen. Und wenn das nicht hilft, dann auch noch das IC, das Z-Modulations-IC eventuell zu ersetzen. Und das habe ich auch gemacht. Es hat verschiedene Vorschläge gegeben, wie man das auch messen kann. Aber schlussendlich messen geht dann länger als einfach mal ersetzen. Und ich habe diesen Kondensator ersetzt. Das ist ein 100 Mikrofarad 25 Volt Kondensator. Ich habe den aus Restbeständen des Restaurationssets habe ich den einfach ersetzt und siehe da. Das Problem der Modulation ist gelöst. Die Modulation ist verschwunden. Das ist im Moment, was man sieht hier, ist nach einem Tag und einer Stunde Warmlaufzeit. Die Modulation erscheint nicht mehr. Was ich trotzdem noch machen werde, ich werde das Z-Modulations-IC ersetzen. Ich habe eines gefunden auf eBay, ein Ersatzteil. Das werde ich auch noch machen, damit auch die Langzeitstabilität dann garantiert ist. Aber trotzdem, ich habe jetzt große Freude, dass diese kleine Macke nun korrigiert werden konnte. Und ich habe sehr große Freude jetzt an einem restaurierten 2465B, das ich hoffentlich noch viele Jahre gebrauchen kann. Recht herzlichen Dank für die vielen Hinweise auch und für die Mühe, die sich viele gegeben haben, mir zu helfen und das Problem anzugehen. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.